ET-Radio, dein Eurotransport-Radio. Zu Gast heute Sascha aus dem Kreis Minden-Lübbecke, Ostwestfalen, ganz hinten oben, kurz vor Niedersachsen. Hallo Sascha. Hallo Jochen. Du betreibst eine, ja, ist das eine Facebook-Seite oder eine Internetseite? Wie heißt die und wo ist die? Ich lade auf YouTube-Videos hoch. Zwar Sascha LKW Vernünftig heißt mein Kanal. Vernünftig, denn F-A-H-R gesprochen. Geschrieben. Es geht darum, dass die Leute vernünftig fahren sollen. Genau so ist es. Das ist so eine Kreation aus fahren und vernünftig. Und das war dann bei mir irgendwann zu viel, habe ich es kürzer geschrieben, vernünftig. Und da stellst du immer Filme ein mit so Anleitungen, wie man vernünftig fährt? Oder wie darf ich das verstehen? Ich bin LKW-Fahrer und habe vorne eine Dashcam, also so eine Cockpit-Kamera vorne in der Scheibe hängen, die das ganze Verkehrsgeschehen vorne aufzeichnet. Und wenn dann brenzlige Situationen sind oder blöde Manöver und sowas, wie es halt im alltäglichen Straßenverkehr passiert, dann schneide ich das zusammen, rege mich da teilweise drüber auf. Manchmal kommentiere ich es auch nur trocken, aber ich rege mich halt gerne darüber auf und manche sagen, das ist nicht das Richtige. Aber es ist nun mal so, es ist meine Art. Ich werde dabei gerne lauter und die einen, die mögen es, die nächsten mögen es nicht. Das heißt, man sieht dich nie in dem Film, aber man hört dich so manches Mal im Hintergrund schimpfen oder erklären. Ganz genau. Also man sieht mich eigentlich so gut wie gar nicht. Und ab und zu laufe ich da rum, ja, aber auch nur schummerlich. Ich möchte gar nicht groß erkannt werden. Und ich kommentiere das eigentlich fast denn immer, ja. Transport im Netz. Heute ist Sascha zu Besuch und es geht um vernünftig. Ich bin Jochen Diekmann, wir sprechen uns noch. ET-Radio, dein Eurotransport-Radio. ET-Radio, dein Eurotransport-Radio, Transport im Netz. Heute geht es um vernünftig. Der Sascha ist zu Gast. Sascha, wenn du diese Videos da einstellst, guckt sich die denn überhaupt jemand an? Interessanterweise gucken sich das mehr an, als ich gedacht habe. Am Anfang habe ich das eigentlich nur für mich selber quasi hochgeladen als Archiv, wenn man so möchte. Und habe dann aber gedacht, naja gut, wenn es einer guckt, dann sollen sie sich auch dran erfreuen. Und interessanterweise habe ich mittlerweile fast 2000 Abonnenten. Also ich finde das schon gewaltig. Und die Resonanz, die Kommentare, überwiegend positiv. Also 95% positiv. Und ab und zu hast du da mal immer so ein paar Leute zwischen, die mögen das nicht, wenn ich rumschreie und so. Aber in der Regel sagen die alle, super Sache, mach weiter so. Und zum Beispiel einer hat geschrieben, er hielte sich eigentlich für einen vernünftigen Fahrer, der auch Tempo einhält und rücksichtsvoll und so weiter. Und trotzdem hat er geschrieben, er würde sich in den Videos tatsächlich als Pkw-Fahrer noch wiedererkennen und hat gar nicht gemerkt, dass das viel zu knapp ist, um vor einen Lkw einzuscheren und solche Sachen. Ja, ich verstehe. Aber wie finde ich dich denn? Finde ich dich nur bei YouTube oder bist du auch bei Facebook aktiv? Ich bin bei Facebook, habe ich auch noch eine Seite gemacht. Da hat ja nicht jeder bei YouTube einen Account. Und bei Facebook kann man mich auch selber sogar kontaktieren, auch unter Sascha Lkw vernünftig. Oder bei YouTube kann man mich wahrscheinlich besser finden und auch besser merken. Sascha auf Lkw-Tour. So heißt jedes Video. Und dann kann man mich da so eigentlich am besten finden. Gibt es dann auch die Möglichkeit für die Leute zu kommentieren? Nehmen die das wahr? Ja, ich kriege viele Kommentare. Ich finde das sehr gut. Ich kriege bei YouTube die allermeisten Kommentare. Und bei Facebook unter dieses Video, wenn ich es dann poste, so Leute, hier ist ein neues Video, dann kommen auch da einige Kommentare drunter und viele gefällt mir Klicks. Also es wird positiv angenommen, wirklich. Diese Facebook-Seite, ist das so eine Gefällt-mir-Seite oder ist das eine Gruppe oder wie hast du das aufgebaut? Ich hätte es wahrscheinlich als Gruppe anlegen müssen, aber ich habe mich da am Anfang nicht groß mit befasst. Ich habe da einfach einen neuen Account kreiert und da schickt man mir eine Freundschaftsanfrage, die nehme ich an und wenn ich dann ein neues Video hochlade, dann poste ich das halt einfach da rein. So Leute, hier auf YouTube, hier ist der Link, guckt es euch an, aber auch gerne LKW-Bilder von meinem LKW-Bilder und ja, das war's eigentlich. In der nächsten Runde reden wir mal darüber, ob du das überhaupt filmen darfst, weil es gibt ja so Gerüchte, dass das verboten sei, stimmt aber nicht. Transport im Netz, bleibt dran. ET-Radio, dein Eurotransport-Radio. Eurotransport-Radio. Transport im Netz. Transport im Netz, zu Gast Sascha von Sascha LKW Fahrnünftig. Sascha, wie ist denn das rechtlich zu bewerten? Es gibt ja Leute, die meinen, man dürfe nicht filmen während der Fahrt. Das ist Unsinn, oder? Also die Datenschützer, die sind da wirklich schon gegen gelaufen. Die sind die Fußnägel hochgeklappt. Man darf es erstmal nicht. Die Videos filmen
um so im Internet hochzuladen, das ist verboten. Wenn man Stopp, das stopp, macht. stopp, da grätsche ich jetzt gleich dazwischen. Dann ist aber nur das Hochladen verboten, wenn überhaupt. Das Filmen kann einem niemand verbieten. Genauso ist es auch. Man kann sich selber die Kamera ins Auto hängen, man kann eine Ortsdurchfahrt machen von den schönen Alpen, weiß der Geier, wo man lang fährt, kann sich das zu Hause auf CD brennen und das schön auf dem Fernseher gucken. Das kann man machen. Man darf es halt nur nicht öffentlich hochladen und zugänglich machen. Dann müssen Kennzeichen verpixelt oder unkenntlich und Personen unkenntlich gemacht werden. Das heißt, auch das darfst du hochladen, aber du musst vorher eben die Kennzeichen verpixeln oder so eine Werbeaufschrift von einem LKW, wie es auch bei Zeitungsartikeln passiert. Ganz genau, die Werbeaufschrift, die verpixel ich nicht, dann bräuchte ich nämlich gar keine Videos mehr hochladen. Ich sehe das auch so, dass die LKW-Werbung zum Beispiel oder PKW-Werbung, es ist ja Werbung, die wollen ja gesehen werden, so sehe ich das zumindest. Und Kennzeichen und Personen mache ich auf jeden Fall unkenntlich, aber da es auch eine unmenschliche Arbeit ist, da jedes einzelne Kennzeichen, zum Beispiel auf einer Autobahn im Stau zu verpixeln, auf einem laufenden Video, da würde ich im Leben nicht fertig werden. Deswegen lege ich dann großflächig diese Verpixelung an, sodass man zwar immer noch erkennt, was da los ist, aber halt keine Kennzeichen mehr lesen kann. Wem das nicht gefällt, naja, der braucht es nicht gucken, aber es ist leider nun mal so hier in Deutschland. Wie macht man das denn eigentlich mit dem Verpixeln bei laufenden Bildern? Also bei Fotos weiß ich, da habe ich so einen Wischfinger, dann mache ich das Kennzeichen weg. Aber wie macht man das bei Filmen? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Da muss man dann auch mit so Alpha-Masken, heißt das zum Beispiel in meinem Programm, und da muss man dann mit arbeiten, denn diese einzelne Verpixelung, diesen kleinen Bereich, den muss man dann per Hand, per Mausklick dann dahin mal dem Kennzeichen hinterher schieben und so mit jedem einzelnen Bildchen. Und so eine Videosekunde besteht ja aus 30 einzelnen Bildchen. Nur eine Sekunde. Und da kann man sich ausrechnen, was da so eine Sekunde, was das dauern würde, bis man da das Kennzeichen immer verpixelt hat. Und naja, es ist eine unmenschliche Arbeit. Es geht auch mit Automatik, aber es funktioniert einfach nicht. Dafür sind die normalen Heimanwendungen nicht geeignet. Da muss man dann wahrscheinlich schon in die Filmindustrie gehen, um richtig professionelle Software zu kriegen. Aber jetzt wollen wir mal festhalten, das Filmen selber ist keinesfalls verboten. Das ist mal das allererste. Das Filmen selber ist erlaubt. Die Frage ist dann, was man mit den Filmen macht. Und sobald ich die anonymisiere, darf ich sie auch hochladen. Genau so ist es. Vor Gericht hat die Sache wahrscheinlich keine Verwendung, keinen Wert. Das ist die aktuelle Rechtslage. Wobei die in den Urteilen immer sagen, das muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Das heißt, sie haben das nicht kategorisch ausgeschlossen. Das ist mal das eine. Und das andere ist, das geht ja nicht sofort vor Gericht. Als erstes kommt die Polizei vor Ort. Und da habe ich nun schon des Öfteren gehört, dass Polizisten durchaus sehr dankbar sind, wenn sie sich das Unfallgeschehen mal gerade in der Kamera angucken können. Und wie der Polizist das gleich von vornherein beurteilt, ist ja wichtig für den weiteren Verlauf des Verfahrens. Das denke ich auch. Also sollte ich jetzt wirklich mal in so eine komische Situation kommen, auch gar nicht beteiligt, sondern einfach nur dahinter gewesen zu sein und habe das gerade aufgezeichnet und stehe jetzt wirklich an der Front als Ersthelfer und so weiter, dann würde ich auch dem Polizisten sagen, hier, hallo, ich habe da eine Kamera mitlaufen. Wenn Sie sich das mal angucken möchten, dann können Sie das gerne machen, dann suche ich Ihnen das gerade raus. Und ob es dann hinterher vor Gericht Wert hat oder überhaupt genommen wird, weil es halt im Einzelfall darauf ankommt, naja, das wird man dann sehen. Ich bin alleine. Wenn vor mir zwei Leute in dem PKW sitzen, die bremsen mich aus, oder es muss ja nicht mal Absicht gewesen sein, aber die nehmen mir die Vorfahrt und anschließend erzählen die zu zweit dem Polizisten, nein, so ist das nicht gewesen. Die sprechen sich ja den Ratzfatz ab. Der LKW hat mich geschnitten oder weiß der Teufel was. Und ich sitze dann da alleine und muss alleine mich rechtfertigen. Da hast du ja kaum eine Chance. Wenn die mit zwei Mann sagen, nein, der LKW-Fahrer ist schuld. Und da hilft so ein Filmchen dann doch mal ganz gut. Aus dem Grunde habe ich mir das halt da reingehängt, um dann halt nicht alleine zu sein, sondern halt noch eine Beweislage zu haben. In der nächsten Runde reden wir mal darüber, welche Szenen du so auswählst, um sie dann auf deiner Seite einzustellen. Transport im Netz, wir sprechen uns noch. Transport im Netz. Ich habe heute Besuch von ganz oben. Die sieben Zwerge und die wilde 13. Heute ist der Bernd zu Gast. Jeden Donnerstag ab 19 Uhr präsentiert euch Jochen Diekmann Interaktives aus der virtuellen Transportszene. LKW-Fahrer und Trucker, eine Facebook-Gruppe. Ich habe jetzt eine Initiative pro LKW-Beleuchtung gegründet. Das nächste Date ist die nächste Demo. Transport im Netz. Bewerbe deine Internetseite. Kontakt tin@et-radio.de. tin@et-radio.de. ET Radio, dein Eurotransportradio. Transport im Netz. Jeden Donnerstag ab 19 Uhr.
Transportradio, Transport im Netz, zu Gast immer noch der Sascha. Sascha, du stellst ja Filme ein. Was wählst du aus? Welche Szenen hältst du für wert, dass du sie auf deinen Kanal einstellst? Geht's darum, dass jemand was besonders Typisches falsch macht zum Beispiel? Also besonders typisch falsch wird ja zumal gerne der Beschleunigungsstreifen genommen auf der Autobahn. In meiner Fahrschule damals beim Pkw-Führerschein hat mir mein Fahrlehrer gesagt, wenn du auf die Autobahn willst, runterschalten, Gas geben, Vollgas geben und dann rauf auffahren. Weil auf der Autobahn fahren die Pkws mit, also die Lkws fahren 90, knappe 90, sage ich jetzt mal. Und die Pkws, die fahren dann mit 130 rum. Und wenn ich da mit einem Pkw rauf möchte, dann kann ich da nicht mit 50 versuchen, auf der Autobahn draufzuziehen. Das ist lebensgefährlich. Aber das ist alltäglich, mehrere Male passiert das, dass die Pkws da raufgegondelt kommen auf dem Beschleunigungsstreifen und versuchen dann auf die Autobahn aufzufahren. Und das ist gefährlich. Ich kann mit dem Lkw nicht mal gerade eben Platz machen auf die Mittelspur, weil von hinten die Pkws mit 150 angeschossen kommen. Das geht nun mal nicht. Und dann kommt es halt immer wieder zu brenzligen Situationen. Das habe ich auch in jedem Video. Es vergeht keine Woche, wo das nicht vorkommt. Und wenn du da so ein Video einstellst, kommentierst du das dann noch? Sagst du den Leuten, hier, guck, der zieht da so und das ist falsch? Oder lässt du da einfach nur die Bilder sprechen? Nein, also in dem Moment werde ich ja auch etwas unruhig, nenne ich es mal. Und natürlich kommentiere ich das dann und sage dann, oh, gucken dir an, da kommt er hochgegondelt da, das kann ja nicht wahr sein. Wie soll das denn passieren? Ach so, du sprichst das praktisch während der Aufnahme, kommentierst du das schon? Genau, das spreche ich nicht später ein. Ab und zu vertone ich auch später nochmal irgendwas und erkläre das dann nochmal ausführlicher und so. Da hinterlege ich dann meine Stimme so mit einem kleinen Echo, damit man das auch deutlich erkennt, dass das jetzt später war und nicht in dem Moment. Und ja, natürlich, also sofort in dem Moment wurmt es mich ja auch und ich rege mich auf. In dem Moment. Ich betreibe ja nun bei Facebook auch zwei Seiten, unter anderem die Portatio-Seite. Da schicken mir Kollegen öfters Fotos von schlechter Lasi zu, meistens von Handwerkerfahrzeugen, die vor ihnen fahren, wo sehr schlecht gesicherte Ladung auf irgendeinem Anhänger ist oder so. Da gibt es dann nun einige User, die sich darüber beschweren. Die sagen, ihr seid so selbstgerecht, jeder macht doch mal Fehler, hackt doch da nicht so drauf rum, ihr macht doch selber auch mal Fehler. Kriegst du solche Rückmeldungen auch? Ja, natürlich. Das sind dann die negativen Kommentare, die dann auch wirklich sagen, hallo, ne, was spielst du dich da so auf? Selber bist du auch nicht besser. Aber das Problem ist zum Beispiel auch, also ich halte mich auch wirklich für einen vernünftigen Fahrer und habe auch, ich fahre seit 2005 Lkw und ich habe noch keinen Unfall gebaut, außer in einem Stau einem Pkw leicht hinten raufgekullert, weil der dann so aus dem toten Winkel von rechts sich vorne reingeschoben hat an der Ausfahrt. Ich saß so tief versunken im Sitz, hab's nicht gemerkt. Das ist die einzige Unfallstatistik, die ich in 10 Jahren jetzt zusammengefahren habe. Also deswegen behaupte ich auch, ich bin ein vernünftiger Fahrer. Wenn du jetzt Leute filmst, die was falsch machen, sind das hauptsächlich Autofahrer oder sind das auch mal Lkw-Fahrer, die zum Beispiel den Sicherheitsabstand nicht einhalten? Nein, also ich zeige alles, was mir da über den Weg läuft. Ein Lkw-Fahrer, der zu dicht auffährt, ein Lkw-Fahrer, der mir mit 3 Metern vor die Nase zieht und Schlangenlinien fährt und weiß der Teufel was. Also Pkw-Fahrer, ich habe Fußgänger auf der Autobahn auf den Videos, ich habe Fahrradfahrer auf der Autobahn, also alles. Fahrradfahrer im Dustern auf einer Landstraße ohne Licht, alles. Alles, was mir so über den Weg kommt, was ich für interessant halte, das zeige ich. Ich habe aber auch jetzt im aktuellen Video zum Beispiel ein Kissen auf der Autobahn und eine Matte. Oh je, nächste Runde reden wir mal darüber, wie viele Filme du pro Woche einstellst und wie viel Zeit du da reinsteckst. Transport im Netz, bleibt dran. ET-Radio, dein Euro-Transport-Radio. ET-Radio, dein Euro-Transport-Radio. Transport im Netz, zu Gast Sascha von Sascha Lkw Fahrnünftig. Sascha, wie viele Filme stellst du pro Woche ein auf deinen YouTube-Kanal? Ich mache das immer so, wie es gerade passt. In letzter Zeit ist es eigentlich auf jede Woche geworden, am Wochenende. Unterwegs kann ich ja keine Filme hochladen. Aber am Wochenende, wenn ich dann nach Hause komme, dann habe ich den Kram fertig geschnitten und dann lade ich das hoch. Immer, wie gesagt, so wie es passt. Ich möchte mich da nicht unter Stress setzen lassen. Wenn ich genug Material zusammen habe, dass es für ein Video reicht, so 10, 12 Minuten, dann lade ich das am Wochenende hoch und dann ist es halt jede Woche. Ach, sind die einzelnen Takes so lang? Sind deine Videos dann tatsächlich immer 10, 12 Minuten lang oder ist das dann ein Zusammenschnitt von verschiedenen Szenen? Das ist dann ein Zusammenschnitt von verschiedenen Szenen. Also ich kriege in einer Woche da, wie gesagt, also gerne mal die 10 Minuten zusammen. Mit einfach nur Sachen, die auf der Straße halt dumm laufen.
10 Minuten, ist das nicht schon zu lang? Wir leben doch in so einer kurzlebigen Zeit. Also gucken sich die Leute das tatsächlich an oder sind 10 Minuten schon eher die Obergrenze? Also YouTube sagt, länger als 10 Minuten muss kein Video sein. Aber sie sind bei mir gerne 12 Minuten lang. Das ist ungefähr mein Schnitt, würde ich jetzt mal sagen. Und die Leute gucken es sich aber an, die finden es gut und schreien nach noch mehr. Ne? Ich finde es unglaublich. Wie viel Zeit steckst du denn da jede Woche rein? Diese Bilder wollen ja vorher bearbeitet werden, dann musst du noch schneiden, musst du noch ein paar Dinge korrigieren. Wie viel Zeit macht das aus, bis man so 10, 12 Minuten halbwegs sendefertig hat? Das sind so 4 Stunden werden das wohl sein, bis so ein 10 bis 12 Minuten Video fertig ist. Ich habe irgendwann beim 1000 Abonnement Special, da habe ich ein 20 Minuten Video gemacht, mit auch ein bisschen mehr Gelaber von mir, weil so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Komik. Die Leute finden das lustig, wenn ich mich aufrege oder wie ich denn kommentiere. Und das 20-Minuten-Video habe ich dadurch halt ein bisschen länger gemacht. Das hat also locker 7 Stunden gedauert, bis ich das dann so im Ganzen fertig hatte. Ich muss zu Hause denn, wenn ich es dann alles letzten Endes fertig habe, dann schmeiße ich das zu Hause nochmal auf den Fernseher. Und dann sehe ich, ah, hier ist noch ein kleiner Fehler und da ist ja eine Stelle gar nicht verpixelt. Jetzt. Und dann fange ich nochmal an, weil ich habe keine Lust, mich da denn strafbar zu machen für so einen Spaß, in Anführungszeichen. Und da wird keine Schrift eingeblendet und auch keine Musik dazu geschnitten. Es geht wirklich pur um deine Aufnahmen von der jeweiligen Woche. Im Grunde ist, also verfälscht ist da nichts. Das ist wirklich die Realität. Und natürlich blende ich mal Schriften ein. Na klar, zum Beispiel, ich fahre gerade 70, um das auch so ein bisschen besser zu erklären, weil man hat ja wirklich nur das eine Bild in der Frontscheibe und sonst hat man ja gar nichts. Und ab und zu blende ich da auch schon mal meinen Tacho mit ein und so Kram. Ich habe auch ein Video gemacht, die Facts zum Beispiel, also häufig gestellte Fragen. Die Leute, die hören dann da so ein Krack, Krack und wundern sich, was ist das? Ja, das ist die Retarder. Dann erkläre ich in einem Video zum Beispiel mal die Retarder, weil die gar nicht wissen, was bedeutet es, einen LKW zu fahren. Ich habe mal in einem Video eine Umfrage gestartet unter den Kommentaren, da sollten die mir schreiben, ob die PKW- oder LKW-Fahrer sind. Und ich bin überrascht, dass ich 50% ungefähr habe, also halbe PKW- und LKW-Fahrer. Und die haben dann halt natürlich auch keine Ahnung. Deswegen erkläre ich auch gerne mal, dass so, dass auch ein PKW-Fahrer das versteht, weil ich habe ja auch mal nur PKW gefahren. Transport im Netz, wir sprechen uns noch. ET Radio, dein Euro-Transportradio, Transport im Netz, zu Gast immer noch Sascha, LKW-Fahrer Nünftig. Sascha stellt regelmäßig Filme ein von seiner Arbeit. Sascha, stellst du eigentlich nur Filme ein oder wählst du nur Szenen aus, wo Leute was falsch machen? Oder kommt dann auch schon mal vor, wo du sagst, der hat's kapiert, der hat irgendwas gut und richtig gemacht? Ja, doch, ab und zu kommt es tatsächlich vor, dass Sachen also wunderbar laufen. Zum Beispiel in der Autobahnauffahrt zum Beispiel, kommt von rechts einer hoch, den kann man auch ruhig mal Lichthupe machen. Dann weiß er, dass er durchstarten kann und gleich Gas geben kann, weil da die Lücke groß genug ist. Und man lässt dann selber so ein bisschen Gas weg und durchaus lassen mich auch mal PKWs hin. Und es ist aber auch manchmal schwierig, das einzufangen. Also die negativen Sachen, die hat man denn gerne mal, sieht man im Rückspiegel, aber jetzt nicht wirklich vor mir. Aber ab und zu passiert es doch tatsächlich auch und das wähle ich auch ab und zu mal aus. Und auch, wie gesagt, lustige Sachen irgendwie. Naja, ich hatte letztens einen im Winter, der ist auch im Schnee mit dem Fahrrad gefahren. Und plötzlich hat er sich auf den Bart gepackt. Da habe ich noch geguckt, oh, steht er wieder auf? Ja, steht wieder auf, alles klar. Und habe es ins Video reingenommen. Also ich weiß nicht, wenn ich da wirklich mal, also ich habe keine wirklichen Unfälle, also nicht mal wirklich, ich habe keine Unfälle da. Und ich weiß auch nicht, ob ich das denn hochladen würde, weil das ist dann nicht mein Stil. Das macht einen immer unfreiwillig zum Gaffer, bringt keinen Erkenntnisgewinn und zieht einen nur runter. Ja, und das mag ich gar nicht, dieses Gaffen. Und ich möchte auch keinen an Pranger stellen mit meinen Videos. Ich schimpfe, wie gesagt, gerne, oh, du Trottel. Aber das meine ich nicht so. Also ich möchte damit keinen an Pranger stellen, absolut nicht. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass die Mehrheit der PKW- und LKW-Fahrer regelkonform fährt und die Idioten, Rüpel, Assis nur die Ausnahme sind? Ja, natürlich. Die allermeisten möchte ich wirklich sagen, die fahren vernünftig. Es sind halt wirklich auch unachtsame Momente. Jeder macht mal Fehler. Auch ich mache Fehler. Das zeige ich auch in den Videos. Zum Beispiel fange ich ein Überholmanöver an, das ich im Nachhinein hätte sein lassen müssen. Aber naja, mein Gott, es passiert. Und das sind auch die Sachen, die ich halt aufzeige. Wenn einer auf einer dreispurigen Autobahn, ich rede viel von Autobahnen, aber ich zeige natürlich auch Stadt und Land und so. Ich habe auch in Solingen zum Beispiel diese Strombusse, da zeige ich, weil ich finde sowas faszinierend und andere Leute finden das wahrscheinlich auch interessant. Letzten Endes meine ich aber zum Beispiel bei dreispurigen Autobahnen, es ist einer fährt ganz links, einer fährt ganz rechts und beide wollen jetzt auf die Mittelspur fahren, aber nebeneinander her. Naja, da wird es schon mal komisch in dem Moment. Ne? Es ist nicht alles Absicht, was da passiert, aber ich habe natürlich auch schon astreinige Nötigungen, habe ich da auch drauf mit gegenseitig Ausbremsen und so eine Spielereien.
Das muss nicht sein, aber in aller Regel fahren die Leute wirklich vernünftig. Ja, es ist aber so, 50 zockeln an dir friedlich vorbei und der 51., der was falsch macht, über den kann man sich noch stundenlang ärgern. So kommt dann vielleicht die Wahrnehmung zustande, dass die Leute im Nachhinein sagen, jeder Zweite hat sich nicht an die Regeln gehalten. Ganz genau so ist es. Und die Lkw-Fahrer, die Pkw fahren an 150 Lkws vorbei und einer überholt im Überholverbot. Und natürlich ist dann natürlich schon die ganze Branche verrufen. Ne? Die Sendung geht dem Ende zu. Was gibst du den Kollegen noch mit auf die Reise? Den Kollegen in den LKWs und aber auch den Autofahrern. An jeden von euch, bitte vernünftig. Vernünftig. Das war Sascha, LKW, vernünftig. Für Transport im Netz, ich bin Jochen Diekmann, ich wünsche einen schönen Feierabend.